Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit den Iren. Wir haben es mittlerweile fast geschafft. England hat nur noch ein paar kleine, mickrige Provinzlein und ist auch geteilt worden von uns in der letzten Folge. Das heißt, da, ja, hat England nicht mehr viel zu sagen. Wir haben noch 8000 Mann. Ich denke, der nächste Krieg wird dann wieder ein bisschen einfacher. Beim letzten haben wir ja doch relativ viel Manpower verloren. Was immer schlecht ist. So, ja, machen wir hier den nächsten Tech. Und dann müssen wir eigentlich technologisch jetzt wieder halbwegs gut dabei sein. Ja. Sind jetzt wieder auf dem Standardstand. Standardstand, ja. Ja. Wir sind so wie der ganze normale Durchschnitts-Europäer. Ein paar sind natürlich auch schlechter. Frankreich ist dabei interessanterweise relativ weit hinten, weil sie administrativ zurückhängen. Und zwar einfach aus dem Grund, weil sie so groß sind und so viel Kernprovinzen schon machen mussten. Mit dieser riesen Expansion von Frankreich. Das ist schon ziemlich krass. Wenn man bedenkt, das Spiel geht jetzt erst 80 Jahre und Frankreich hat seine Fläche mit Sicherheit schon beinahe verdoppelt. Also, nee. Jetzt habe ich es übertrieben gerade, aber Frankreich ist schon ziemlich groß geworden. Also zum Beispiel alle diese Gebiete hier, die, das hier alles, so, das mussten sie überall Cores drauf machen. Also Picardie und Calais haben sie, glaube ich, schon von Anfang an als Core. Dann Armor zum Beispiel mussten sie als Core machen. Savoyen mussten sie als Core machen, was sehr, sehr teuer ist als 11 Grundsteuerprovinz. Und die hier oben sind natürlich auch immer alle relativ gut. Aber eigentlich mit so guten Herrschern, wie die Franzosen die ganze Zeit haben, frage ich mich wirklich, wie die so wenig Punkte haben können. KI gibt aber auch immer relativ viele Punkte für Stabilität aus im Normalfall. Obwohl die jetzt hier auf 0 sind. Vermutlich eben, weil sie im Admin-Tech so weit hinten sind, weshalb die KI dann da spart. Schätze ich mal. Ja. Aber Frankreich, sieht man auch, hat deutlich mehr Ideen als wir. 3 Ideen mehr. Wirtschaftsideen. Ah, ja, klar. Dann ist das erklärt natürlich auch, warum sie administrativ ein bisschen zurück hinten liegen. So, wir können hier die Gegenreformation jetzt machen und ich würde sagen, das machen wir auch, aber jetzt muss ich erstmal gucken. Was war hier unsere erste protestantische Provinz? Die läuft in 5 Jahren aus, die läuft in 10 Jahren aus, die hier läuft in 6 Jahren aus und die hier war unsere letzte, ne? Die läuft ganz spät das aus, okay. Ja, dann brauchen wir das jetzt noch nicht zu machen, denn das erhöht ja hier unsere Tech-Kosten und so. Und da wir eh noch nichts konvertieren können, bringt das uns ja eigentlich quasi gar nichts. Von daher können wir das auch erst später einführen. Aktuelle Religionsverbreitung brauchen wir dann dementsprechend auch noch nicht. Von daher passt das. Aber ich denke nicht, dass wir noch konvertieren werden. Ne, ich will keine minus 50 Beziehungen mit Frankreich. Wie können wir eigentlich einen Grenzdisput mit Frankreich haben? Kann man das mal erklären? Wir haben nicht mal eine Grenze. Wenn überhaupt, haben wir irgendwie eine Seegrenze. Aber das kann jetzt eher weniger für einen Grenzdisput zählen. Jedenfalls nicht 1523. Aber okay. Kastilien hat Algerien den Krieg erklärt. Aha, das ist die Weiterführung der Reconquista wahrscheinlich. Die Mission. Wir haben gar keine Mission. Dann machen sie es einfach so. Oh, und sie jetzt kämpfen sie gegen die Osmanen. Hm. Mal gucken, wer da gewinnt. Kastilien ist momentan ja nicht so stark. Haben auch keine PU mehr über Aragorn. Die haben sie ja verloren zwischenzeitlich. Ah ja, ihr seid auch auf dem Tech angekommen, auf dem 10er. Genau. Sieht man daran, dass ihre komplette Moral weg ist, weil sie ihre Einheitentypen gewechselt haben. Jetzt wäre nicht die perfekte Zeit gewesen, um sie anzugreifen. Aber wir haben ja noch Waffenruhe 2 Jahre, von daher wird das nichts werden. Ich würde sagen, wir gehen mal auf Geschwindigkeit 5. Wir müssen ja im Prinzip nur noch warten. Wir können eigentlich in der solange wir Rebellion haben, will ich das lieber nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich die Inflation senken soll. Oder ob ich hier lieber sparen soll auf die nächste Idee. Die nächste Idee ist für uns relativ wichtig. Ich werde, denke ich. Oh, guck mal! Wir sind Kontrolleur der Kurie. Wie das denn? Wie sind wir Kontrolleur der Kurie geworden? Nur ein. Leute, wir sind tatsächlich 2. Cool, wir sind Kontrolleur der Kurie. Awesome. Das ist ja mal lustig. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Das ist natürlich lustig.
Okay, wir können einen dritten Berater nehmen. Jetzt langsam können wir es uns leisten, ein paar Berater zu haben. Berater sind immer gut, wenn man sie sich nicht. Wenn man dann allerdings, so ich jetzt, gar kein Plus mehr macht, das ist dann auch wieder eine Überlegung wert, dass man es nicht macht. Western Isles ist jetzt protestantisch. Ja, das ist eine Provinz, die kann man schnell wieder konvertieren. Abschaffung von Kirchenfunktionen. Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Könnten wir eventuell mal wieder ein paar neue Handelsschiffe bauen. Dann machen wir das. Und dann können wir in einem Jahr wieder England den Krieg erklären. Die haben hier englische adlige Rebellen und sie haben sie besiegt. Okay. Und schon wieder Protestantismus. Jetzt geht's aber los hier. Mittlerweile sagen wir doch schon ganz schön viel Protestantismus. 75% sind wir jetzt runter. Aber wir verlieren ein bisschen Geld. Ja, wir haben jetzt alle unsere Cores, von daher können wir hier jetzt ein bisschen runtergehen, denke ich. Das sollte soweit kein Problem sein. Was haben wir hier schon wieder? Anti-Piraterie-Akt. Ja, auf jeden Fall. Akt zur Religionsverbreitung ausschalten und das hier ausschalten. Erst wenn er mir anzeigt, dass hier religiöser Eifer irgendwo ausgelaufen ist, mache ich die Gegenreformation an. Vorher bringt das Ganze überhaupt nichts. So, Handelsschiffe sind bereit. Wo sind die? Genau. Die Londoner Flotte. Alle hierher kommen. Und dann alle nach London. Entschuldigung, kleiner Huster. Ja, wir brauchen langsam mal hier einen Händler. Den holen wir uns dann, sobald wir hier den nächsten Admin-Tag uns holen. Dann können wir uns die Handelsideen holen. Das sollte soweit passen. Wir könnten auch überlegen, wie viel Geld kriegen wir denn aus der Nordsee? 0,9. Das ist, denke ich, nicht worth it. Wir probieren das jetzt mal aus. Ihr geht dahin. Oh, verdammt, das war der falsche. Verdammt, 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 verdammt. Okay, dann schicken wir die große Handelsflotte jetzt mal. Also du kannst jetzt erstmal hier wieder Handel abschöpfen. So. Genau, der ist jetzt in Westeuropa. Und du kannst dann mal nach Westeuropa gehen und dann gucken wir mal. Ja, seht ihr, 5 kriegen wir da raus. Das ist deutlich, deutlich besser. Portugal verweigert, ja, seht ihr. Ich gehe nach Westeuropa und sofort kriege ich hier ein Embargo. Jetzt gucken wir mal, wie viel das ausmacht. Ja, nicht viel. Und daher ist das soweit kein Problem. So, wann ist unser Waffenstillstand ausgelaufen? Im Mai. Okay. Dann machen wir schon mal wieder unsere Moral ganz hoch. So, ist auch die Frage, vielleicht könnten wir uns auch einfach hier den hier sparen. Den Händler hier brauchen wir ja prinzipiell eigentlich nicht. Der bringt ja nicht mehr viel. Natürlich kriegt man dadurch ein bisschen mehr Einnahmen, das ist klar. Aber es hat ja dann die Frage, vielleicht ist es einfach besser aus der Nordsee dann dafür noch was abzuziehen. Aber ohne Schiffe in der Nordsee bringt das Ganze auch nichts. Von daher lassen wir das lieber. Da hat halt Dänemark wirklich den Vorteil, dass sie halt einfach ganz Norwegen haben. Und wir nur Schottland. Dementsprechend haben wir da schon einen gewissen Nachteil. So, England. Du hast keinen neuen Bündnispartner? Doch. Ach, guck mal einer an. Österreich. Du bist doch blöde. Geh aus der Koalition gefälligst raus. Österreich hat Aragon. Ja, gut, aber. Die können uns eigentlich soweit auch nicht gefährlich werden. Ich guck mal, ob ich Österreich aus der Koalition rausbekomme. Wenn es nicht sein muss, will ich sie nämlich nicht bekämpfen, denn wir werden in dem Krieg wahrscheinlich nicht viel kriegen, weil Österreich dann der Anführer wird und wir können bei Österreich nicht viele Punkte uns holen, was suboptimal ist. Wir verlieren außerdem wahrscheinlich gleich wieder unsere Kurie, sobald unser 71-jähriger Kardinal hier stirbt, wenn er hier nicht gleichzeitig ins Amt gewählt wird. Aber mittlerweile machen wir schon relativ viel. 12 im Jahr, das geht eigentlich. Das ist schon relativ gut, also quasi einer im Monat. Könnte natürlich immer noch besser sein, aber das ist eigentlich schon akzeptabel. So, Österreich, wie sieht's aus? Wir haben gleich positive Beziehungen. Wir müssen doch dann bestimmt aus der Koalition rausgehen. Weiß ich ganz genau. Ich könnte vielleicht auch unsere Meinung noch ein bisschen pushen. Ich glaube, wenn man die Gegenreformation annimmt, müsste das unsere Meinung ein bisschen verbessern. Österreich plus 75, genau. Österreich hat Salzburg den Krieg erklärt, okay. Nur Salzburg? Ja, okay. Auf Österreich. Geh raus jetzt, bitte. Jetzt kriegen wir gleich wieder noch ein bisschen Verminderung von aggressiver Expansion.
Und sie gehen nicht raus. Gehen sie, können sie auch jetzt, glaube ich, gerade gar nicht, weil sie jetzt im Krieg sind. So, dann machen wir hier die Idee. Dann müssen wir sowieso erstmal wieder ein bisschen warten, bis wir genug Admin-Power haben, um irgendwas zu erobern. Obwohl es auch wieder die Frage ist, wenn wir beim nächsten Mal genug erobern, dann können wir vielleicht uns die ganzen Core-Kosten sparen. Dann kann man nämlich die Taktik anwenden, dass man dann erstmal 4 Winston hier erobert, die aber nicht Core, dann 5 Jahre wartet und dann danach sofort England angreift und zum Vasallen macht und ihnen ihre eigenen Provinzen wieder zurückverkauft. So, wir nehmen hier die Handelsideen und dann holen wir uns hier gleich demnächst dann einen neuen Händler. Damit sollten wir dann gut was an mehr Geld machen können. So, dann annektieren wir Northumberland. Okay. Ich hoffe mal, ich kriege in dieser Spielsession das noch hin hier, diese Achievement abzuschließen, sodass ich dann beim nächsten Mal mit einem neuen anfangen kann. So, wir könnten hier wieder Admin Power nehmen, aber ich will nicht mehr Inflation haben, von daher lassen wir das lieber mal. Luxemburg schloss Frieden mit Trier, Brandenburg schloss Frieden mit Böhmen. Ah, Brandenburg ist jetzt ein Vasalle. Ach guck mal, Brandenburg hat Ruppin an Anhalt verloren. Wie hat Anhalt es geschafft, Magdeburg zu erobern? Das ist ja mal strange. Anhalt ist eigentlich hier das schwächste Land in dem Gebiet. Aber jetzt sind sie vergleichsweise groß. Hansebund ist auch relativ groß, verbündet mit Polen. So, sind wir mit Österreich schon auf Max-Beziehungen? Nee, warum habt ihr dann aufgehört? Hab ich das gerade abgebrochen? Oder was? Guck mal, wir verlieren jetzt ganz schön viel Geld. Ja, unsere Handelspunkte von England sind jetzt wahrscheinlich hier weg. Von daher würde ich sagen, machen wir mal ihn hier wieder raus. Und dann unseren Unterhalt ein bisschen runter. Dann der Elvatec. Gut, der ist jetzt nicht unwichtig. Kavallerie-Fernkampf wird erhöht. Warum auch immer die Muskete den Infanterie-Nahkampf erhöht, weiß ich nicht, aber... Ah, toll, jetzt haben wir religiöse Unruhen. Das ist nicht gut. Das ist sehr, sehr doof. Ja, machen wir mal die Inflation runter und dann... Ja, dann lösen wir wohl oder übel noch unseren zweiten Berater auf. Oder was heißt, lösen ihn auf? Feuern ihn im Prinzip. So, genau, wir löschen die Heretiker aus. Einfach, weil das viel mehr bringt. Aber jetzt müssten wir eigentlich, jetzt gucken wir mal, wir wollten risikomäßig. Haben wir keins? Ah, doch, haben wir. Ja, natürlich in den ganzen Gebieten, die protestantisch sind. Okay, aber in den ganzen anderen haben wir keine Probleme. Machen wir hier automatische Rebellenbekämpfung. Wenn wir dann natürlich nach... Irland müssen wir das wieder ein bisschen schwieriger, weil wir nur 5 Transporter haben. Aber ich hoffe mal, dass wir da keine kriegen. Was haben wir dafür? Haben wir 2, okay. Ja. Ja, ist auch nur 2,4%, also das ist wirklich nur sehr, sehr wenig. Dänemark verbessert die Beziehung mit uns. Ja. Was sind das hier? Bauern. Ja, die können wir mal auch schnell kaputt machen. Hier unserem Vasallen ein bisschen helfen. 10.000 Bauern ausgelöscht. Fragt man sich immer, wie in so einer kleinen Provinz hier überhaupt so viele Bauern spawnen können. Aber okay. So, Österreich, auf jetzt. Beende deinen Krieg und geh aus der Koalition gegen mich raus. Komm schon. Das ist doch vollkommen unnötig. Du kannst mich... Ja, danke. Du kannst überhaupt gar keinen Krieg gegen mich führen hier. Siehst du, jetzt mögen sie uns nämlich schon wieder. Genau. Handelsdisput ist auch aufgehoben. Sehr schön. Okay, dann können wir dich hier abziehen und dann können wir England den Krieg erklären. Los geht's. England hat keine weiteren Verbündeten. Haben die eigentlich nur eine Staatsehe mit Frankreich? Falscher Map-Modus. Ja, haben sie. Das heißt, da sollten wir aufpassen, dass sie kein neues Bündnis schließen. Sind aber auch nur neutral. Also gehe ich mal davon aus... dass Frankreich da nicht so willig ist, ein Bündnis zu schließen. Naja, ich brauche Frankreich eigentlich nicht in den Krieg zu rufen, das ist ziemlich unnötig. Wir erklären den Krieg. Und dann auf nach London.
Oder nach Essex. Können wir dich da erwischen? Nein. Da auch nicht. Dann machen wir das Ganze so. Mensch. Dumme KI. Hör auf, immer wegzurennen. Ich hasse das. So. Auf. Hat immer noch einen relativ guten General, aber es ist jetzt nicht mehr ganz so tragisch. Ja, vielleicht hätte ich lieber die hier verfolgen sollen, anstatt die 1000. So, die haben wir kaputt gemacht. Dann vernichten wir noch die ganzen neuen Stacks, die sie hier jetzt gerade ausheben wollen. Die jetzt natürlich alle sich hier wieder vereinen. Bleibt stehen. Ich hasse das. Immer so mega speedy kleine Armeen, die man einfach nicht erwischen kann. Nicht cool. Nicht cool. Oh, mega leck. Mega, mega Soundleck. Okay, dann machen wir hier schnell eine Flächenbelagerung und beenden diesen Krieg hier. Ganz flott. Ihr geht darüber, ihr geht darüber, ihr geht darüber. Ihr geht da. Oh ne, andersrum. Ihr geht darüber, so. Okay. Können wir das hier noch aufspalten? Ihr geht darüber. Und dann müssen wir noch Blockaden machen. Auf geht's, Schiffchen. Los. Da eine Blockade. Und. Ah, das ist natürlich uncool. In Munster. Yeah. Ja, Munster, das ist jetzt gerade nicht so cool. Vom Zeitpunkt her, aber was soll man machen? Müssen wir jetzt die Rebellen halt in Kauf nehmen. Haben jetzt leider kein Geld mehr. Das ist allerdings ein Problem. Gehen wir ein bisschen runter vom Unterhalt her. Und dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal die Gegenreformation an. Denn Munster müssten wir jetzt eigentlich schon konvertieren können gleich, oder? In einem Jahr. Okay, so, dann können wir noch warten. Hat England Marches mittlerweile konvertiert? Nein. Schade, schade. So, schon wieder Protestantismus. Norfolk ist protestantisch. Okay. Verdammt, das war jetzt eigentlich nicht so gedacht, aber okay. Ja. Ich will jetzt eigentlich... Ja, komm. Wir werden jetzt hier schnell ein paar Belagerungen abbrechen. Wie viele seid ihr? 3. Spalten wir hier noch 2 ab. Ihr geht auch damit aufs Schiff. Sammeln wir uns nach und nach hier ein paar Einheiten in Irland zusammen. Töten die Rebellen. Religiöse Eifer ist ausgelaufen. Sehr schön, das heißt Munster können wir dann demnächst konvertieren. Oder Munster. So. Ihr geht darüber. Ja, England hebt jetzt hier wieder eine Armee aus. Das ist halt immer das Problem. Und wir haben jetzt hier sehr, sehr, sehr schwache Stacks hier rumstehen. Ich hoffe, er greift die jetzt nicht an. Natürlich greift er sie an. Blöde KI. Okay, wir haben auch keine volle Moral. Das ist natürlich ein Problem. Gucken wir mal. Ich hoffe mal, wir können ihn abschrecken. Bis unsere richtige Armee wieder da ist. Ja, wir nehmen, was zu uns kommen. Okay. Ja, wir müssen erst warten, bis hier unsere Moral wieder hoch ist. Das können wir nicht viel machen. Wahrscheinlich wird uns dieser Krieg hier 1-2 Darlehen kosten. Du bleibst schön da stehen, wo du bist, mein Freund. Ich hoffe mal, wir haben hier bald mal eine Belagerung abgeschlossen, damit wir mit diesem Spielchen hier aufhören können. Nervt nämlich. Ja, danke. Dann gehst du nach Kent. Ja. Verdammt, ich kann hier deinen Ausweg gefunden. Nein, sie läuft wieder zurück. Okay. So, nee, so nicht. Halbieren. Nehmen wir euch hier mit. Auf nach Kent. Wo wollt ihr jetzt hin? Nach Gloucestershire. Okay. Spalten wir hier mal eine Armee ab. So, wo wollt ihr hin? Glamorgan. Okay, jetzt greifen wir erstmal hier die Rebellen an. Generalmäßig haben wir gerade gar nichts. Dann rekrutieren wir mal einen. Oh, der ist gar nicht schlecht. 2, 3, 4, 1. Das ist eigentlich ganz okay.
Und dann gucken wir mal, was er jetzt hier vorhat. Er geht jetzt nach Quinnet. Ich würde ganz gerne diesen Tausender Stack separiert angreifen. Okay, nein, wir wischen dich nicht. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Gucken wir mal. 7. Juni. Ja, wir erwischen dich. Okay. Rebellen haben wir auch vernichtet. Sehr schön. Ihr kommt nicht mehr. Achso, ja, stimmt. Ich habe da ja alle einzeln hier gemacht. So, ihr könnt hier rüberlaufen. Ihr geht schon mal nach Leinster. Und dann geht ihr Wessex belagern. Macht ihr das mal lieber anders. Macht ihr das mal so. Und danach nach Glamorgan. So, wir können Munster konvertieren. 92 Monate mit Gegenreformation. Geht das Ganze natürlich deutlich schneller. Ich klicke hier gerade schon wieder dumm rum. Ja, Toleranz brauchen wir jetzt gerade. Wäre nicht schlecht. Okay. Können wir wieder auf Geschwindigkeit 4 gehen. Essex ist gewonnen. Derby ist gewonnen von unserem Vasallen. Und ihre Armee ist auch wieder vernichtet. Sammelt ihr euch alle mal hier in Oxfordshire. Und Kent ist auch gewonnen. Gut, die Belagerung von den beiden hier ist jetzt natürlich gerade ein bisschen am Abkrüppeln, das ist klar. Weil ich da die ganze dieses Spielchen treiben musste. Ja, 3 Inflation ist nicht... Ist es nicht wert, so viel Geld zu verlieren. Du kannst auch noch nach Oxfordshire kommen und wir können tacken. Ne, wir machen jetzt hier unsere Handelsideen mal voran. Das klingt besser. Obwohl das andere auch 10% Handelseffizienz gebracht hätte. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber die Handelsideen sind halt wichtiger, einfach weil wir da einen neuen Händler kriegen. Und den brauchen wir momentan. Auf jeden Fall. Relativ dringend. Das machen wir auch durch die belagerten Provinzen hier 1,8 im Monat. Von daher passt das soweit, denke ich. Wir haben jetzt natürlich in Munster relativ hohes Revoltenrisiko. Ich bin gerade überlegen, ob ich das niederkaufen soll oder nicht. Aber ich glaube nicht, dass sich das wirklich lohnt. Wir sind hier ein bisschen voraus, von daher würde ich sagen, machen wir mal die Qualitätsideen ein bisschen weiter. Und dann sollten wir demnächst hier die untauglichen Oberherren freischalten können. Kriegen wir dann deutlich mehr Steuern, das ist schön. Ah ja, okay. Wir übervoten dich wieder, Frankreich. Weil wir es können. Frankreich kriegt natürlich auch momentan nicht so bombe viele Punkte, weil sie so viele protestantische Provinzen haben. Wir natürlich auch nicht mehr das Maximum. Aber okay, ihr seht hier, wo ist es? Religiöse Einheit, genau. Plus 3,6. Das Maximum ist plus 5, wenn du 100% religiöse Einheit hast. Genau. Die braucht man dann halt eben. Bei uns soll das jetzt wahrscheinlich langsam wieder hochgehen, aber Frankreich... Könnt ihr eventuell sogar konvertieren. Die haben schon ziemlich viele protestantische Provinzen. Eine reformierte in Caen. Aber ansonsten auch möglich für sie zu konvertieren. Und ich, also rein hypothetisch finde ich, wenn es möglich ist, sollte man eigentlich immer protestantisch werden. Also wenn es ohne Schwierigkeit möglich ist. Weil protestantisch einfach viel, viel besser ist als katholisch. Obwohl mit Frankreich katholisch halt immer relativ gut ist, weil du da eigentlich als Spieler... sehr, sehr, sehr leicht Kontrolleur der Kurie sein kannst. Gut, die KI kriegt das natürlich nicht immer hin, das ist klar, aber rein hypothetisch gesehen ist das eigentlich keine schlechte Möglichkeit. So, wir können, sobald wir im Frieden sind, auch mal das irische Reich jetzt langsam mal machen. Das klingt gut. Haben jetzt ja hier den 10er Tech freigeschaltet, habe ich vorhin gar nicht bedacht, dass wir ja jetzt Admin Tech 10 haben. Das ist natürlich eigentlich ziemlich gut. So, Wessex... auf. So, ich will jetzt schon mal gucken, wenn wir hier 224, gucken wir mal. Oh, da müssen wir sehr viel, müssen wir mehr fordern, als machbar ist. Von daher lohnt sich das noch nicht, wenn wir dann, wenn wir das Ganze so machen, vielleicht wenn wir Wessex fordern. Aber ich glaube, die haben hier alle relativ gleich viel Grundsteuer. Essex ist hier, glaube ich, die beste Provinz, 7 Grundsteuer. Ja, gucken wir mal. Wenn die Belagerung hier endlich mal fertig ist. Religious Eye von Lancashire ist ausgelaufen. Da wir jetzt die Gegenreformation haben, haben wir ja jetzt 3 Missionare. Von daher können wir da sofort konvertieren. Okay, genau. England. Jetzt gucken wir mal.
So, wir wollen das so machen, dass wir sie beim nächsten Mal komplett vasallisieren können, aber das scheint nicht machbar zu sein. Nö, okay, das geht nicht. Dann machen wir das Ganze so, dass wir die drei hier jetzt annektieren. Oder warte, wir machen das. Wir nehmen uns erstmal die Seeprovinzen, würde ich sagen. Machen wir das Ganze so. Oder nee, warte, wir machen das so, dass wir uns noch Handelspunkte holen können. Dann könnt ihr mir noch ein bisschen Geld geben. Dann schließen wir Frieden. Zack. Und da haben wir das England so gut wie ausgelöscht. Wir könnten Wessex gleich konvertieren. Dann machen wir das. Und in den restlichen Provinzen machen wir dann schon mal Ding. Ah, guck mal, wir haben unseren Anspruch. Macht unseren Anspruch auf Lincoln geltend. Anspruch auf die Provinz Essex. Ja, das klingt gut. Sobald wir dann Diplomaten zu England schicken können. So, auf nach Essex. Los geht's. Ansprüche fingieren. Ja, wir kriegen jetzt natürlich relativ viel aggressive Expansion, wenn wir das so schnell erobern. Obwohl es sich noch in Grenzen hält eigentlich. Hab momentan halt sehr viel diplomatische Reputation. Nein, wir haben die Kurie verloren. Nein! Kurie. Schöne Kurie. Okay, ich würde sagen, ihr geht mal nach Wessex. Und, ah, jetzt haben die schon wieder ein Bündnis geschlossen. Das ist echt unglaublich. Frankreich und England verbünden sich gegen Irland. Das ist auch eine ziemliche Ironie. Apropos Irland, wir können jetzt mal Irland gründen. Das Irische Reich. Ja, sehr schön. Nationenwechsel zu Irland. Eigentlich quasi kein großer Unterschied. Seit Jahrzehnten versucht England, die irische Bevölkerung zu unterjochen und die Insel zu erobern. Nein. Die Vereinigung aller irischer Gebiete unter einer einzelnen Flagge könnte unsere einzige Chance sein, ihnen Widerstand zu leisten. Ja, gut. Ja, also wir leisten gegen England Widerstand, Leute. Ne? Also, ne? Das ist klar. Gut, aber mit dieser weiteren Eroberung von England und der Gründung des irischen Staates verabschiede ich mich für heute von euch. Ich denke mal, in der nächsten oder übernächsten Folge haben wir dieses Achievement abgeschlossen. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute von euch. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen bei einer weiteren Folge Let's Play Europa Universalis 4 mit den Iren. Bis zum nächsten Mal, euer Violett.